Ey ho meine Lieben, heute gibt's mal wieder was aus dem Römertopf. Besuch ist immer noch da, Gott sei Dank. Und ja, was machen wir? Leckeren Hackbraten mit bunten Möhren. Ja, so nennen wir das. Dazu gibt's noch Kartoffelchen und Salat. Spatzel, machst du einen Salat dazu? Ja. Geil. Gurkensalat, Eisbergsalat, gemischt, lecker angemacht. Geil. Heute schaffen die Mädels in der Küche wieder mal. Und abgesprochen haben wir es schon in etwa, wie wir den Hackbraten machen, dass das alles ja, für alle passt. Und das drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Manu ist jetzt nicht mit vor die Cam, weil die ratschen gerade so schön. Attacke. Ja Leute, ich mache hier jetzt ganz einfach mal noch die klitzekleine Übersicht. Römertopf, Deckel wird gewässert. 1,5 Kilo Hackfleisch sind noch im Kühlschrank. Hier die bunten Möhrchen, die kommen auf alle Fälle mit in den Römertopf rein. Was die Mädels mit den Kartoffeln genau machen, weiß ich nicht. Habe ich noch keine Ahnung, ob sie Bratkartoffeln dazu machen oder Kartoffelstampf. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle haben wir abgesprochen, Zwiebeln, die sind auch noch im Schrank drin. Und Petersilie ein bisschen anschmoren. Dann Bacon dazu ein bisschen anschmoren, die Masse abkühlen lassen und dann wird die ins Hackfleisch reingeknetet. Das wird nachher zuallererst passieren und dann schalten wir hinzu. Dann werden natürlich die Möhrchen geschält und geschnippelt. Salat, Eisbergsalat, Gurke mit Creme Fraiche und keine Ahnung, was sie da oder wie sie da einen Salat zaubert. Habe schon Schimpfe gekriegt, weil ich keine saure Sahne mitgebracht habe, aber dafür Creme Fraiche. Ja, und ich würde mal sagen, lassen wir sie hantieren. Wie gesagt, Bacon und Zwiebeln und Petersilie anschmoren. Und wenn es dann mit dem Hackfleisch direkt weitergeht, dann schalte ich erst wieder hinzu. Halten wir das Video heute ein bisschen kürzer, weil, ja, nebenbei ganz gewaltig die Unterhaltungen laufen. Oder habe ich was Falsches gesagt? Nein. Gut, war einstimmig. Gut, bis nachher gleich. Also hier der Beweis, dass wir alles schön zusammen machen. Doris, du lachst schon wieder. Das ist vielleicht ein Sparschäler. Das erste Mal, dass du mit so einem Sparschäler hantierst, habe ich mir sagen lassen. Jedenfalls mit so einem. Ja, ja. Einfach mal ausprobieren. Wir haben hier zwei verschiedene Varianten davon. Manu ist am Zwiebeln schnippeln. Heulst du schon wieder? Ja, noch nicht. Noch nicht? Nee. Tja, und so wird jetzt alles soweit vorbereitet. Ach, übrigens ihr zwei. Was habt ihr jetzt eigentlich genau mit den Kartoffeln vor? Was? Oh, da sind wir am Überlegen. Erstmal geschält. Ja, ihr könnt auch ganz normale Kartoffeln dazu machen oder wollt ihr Kartoffelpü haben? Lass mal uns überraschen, was daraus wird. Das sehen wir dann im Video. Genau. Tja Leute, wir stehen hier alle mal in der Küche und ja, jeder macht was. Sogar der Manne hat mitgeholfen. Welch ein Wunder. Ich habe jetzt noch zum Schluss die Möhrchen fertig geschält und jetzt schneide ich sie noch klein. Erst einmal Anfang und Ende weg. Aber Leute, die Möhrchen, das sieht schon witzig aus. Und hier schneiden wir nicht zu dünne Scheiben runter. Man will ja schließlich nachher von den Möhren noch was haben. Wie hat Doris gemeint? Rote Betestangen. Tja, und solche Scheiben schneide ich jetzt von den Möhren runter, tue die alle in die Schale, in die Schüssel. Tja, und hier im Hintergrund
fertig geworden mit dem Speck und Zwiebel. Na, also wunderbar. Kann jetzt abkühlen und danach dann geht's dann weiter mit dem Hackbraten. Jo. Haben wir ja alles da, oder? Ja. Salz, Pfeffer, Paprika, Semmel eingeweicht, zwei Eier. Reichen da zwei Eier? Die reichen. Gut. Da haben wir noch das Brötchen, was aufgeweicht ist. Ja. Dann, es gibt ja auch noch ein bisschen Flüssigkeit ab. Ich gehe einfach wieder. So. Jetzt machen wir die Bacon, Zwiebel, Petersilienmischung zum Hackfleisch dazu. Tue es ein bisschen runtermischen. Schmeiß doch alles auf einmal, ne? Dann brauchst du bloß einmal mischen. Was denn? Mein Schatz? Also ich würde alles auf einmal reinschmeißen. Kann man machen. Und dann brauche ich bloß einmal mischen. Ja, das ist Männerdenken. Ja. Arbeit sparen. Man hat ja genügend immer davon. Wieder nichts raus. So. Die Handschuhe sind mir zu groß. Du wolltest ja die rutschen immer runter. Dann ja, bisschen, wir haben ja auch Besuch. Ein bisschen Pfeffer. Deswegen zieht man ja auch irgendwie schon ein bisschen Handschuhe an. Du wolltest nur mal grüne. Und Pelder. Salz. Ein bisschen Salz, ja. Mehr? Nee, reicht. Okay. Da wird die Einladung reingekippt, draufgekippt. Macht ja nichts. Ey, pass auf, dass du hier nicht alles immer rausschmeißt. Ja. Ah, schon die größte Schüssel genommen, was wir haben. Ja. 1,5 Kilo Hackfleisch ist halt schon eine Menge. Muss man ganz einfach so sagen. Jetzt wird das Hackfleisch eben so weit durchgeknetet, dass der Hackbraten geformt werden kann. Hey, wieder nein, bloß auf dem Brett gelegen. Und nicht auf dem Boden. Eben. Tja, danach setzen wir noch schnell eine Rinderbrühe an, ein klein bisschen. Und das brauchen wir nämlich dann für die, für den Römertopf. Genau. Spatzel darf jetzt fertig kneten, den Hackbraten formen und dann sehen wir uns wieder, wenn er in die Form kommt. So, meine Lieben, dass ich auch mal wieder Handschuhe anhab, mache ich das jetzt. Jetzt werden wir den Hackbraten, die Masse, hier rein experimentieren. Ich habe mich jetzt entschlossen, das Ganze auf einmal hier rein zu schmeißen und das Hackbraten hier drin zu formen. Und das mache ich jetzt. Also ganz einfach. So, ein bisschen Platz lassen. Man hätte jetzt auch noch gekochtes Ei innen rein tun können. Ein falscher Hase oder sowas draus machen, aber wir wollten eigentlich ja nur einen richtig schönen leckeren Hackbraten nach Omas Art. So, kleinen Augenblick. Was ich festgestellt habe, wie hast du die Dinger vorher genannt? Die roten. Rote Beete. Rote Beete, genau. Rote Beete. Leute, habt ihr solche Möhren, zieht euch von Haus aus Handschuhe an, weil die Teile färben wirklich ab. Und jetzt verteilen wir unsere Möhren hier einfach außenrum. Ja, wir haben ja gesagt, bunte Möhren. Also ich denke, ich werde nachher einmal einen Zwischenneidern aufmachen
und eventuell die Möhrchen, was jetzt oben drauf liegen, noch an die Seite runter schubsen, weil es ist ja Glas, Hackfleisch schrumpft dann noch ein bisschen zusammen. Gesamte Dauer im Backofen sollten ca. 160 Minuten sein. Wer zu faul zum Rechnen ist, 2 Stunden 40. Ich habe es mir auch vorher ausgerechnet. Und bei 160 Grad, so habe ich es in diversen Rezepten nachgelesen. Ja, verrückt sind es viele Möhren. Aber wir sind ja auch ein paar Leute und jeder sollte ein bisschen Möhrchen abkriegen. Dann gieße ich hier jetzt die Rinderbrühe an, dass wir ein bisschen Flüssigkeit drin haben. Und wie gesagt, ich werde nachher mal reingucken und die restlichen Möhren dann auch wieder auf die Seite schuppern. Gut. Den gut gewässerten Deckel drauf, ab in den Ofen, circa mittlere Schiene und bei 160 Grad. Ich mache jetzt 140 Minuten, danach wird das ganze Ding geöffnet, wird die Soße abgegossen in einem Topf mit der restlichen Brühe. Spatzel hat da ein bisschen mehr gemacht, aber da können wir geile Soße draus zaubern. Gut. Übrigens den kalten Topf in den Backofen stellen. Nicht vorgeheizter Backofen. Grad. Ober- und Unterhitze. Boah, blöds Handschuh. So, nach exakt einer Stunde. Ich weiß, wir sollten Römertopf zulassen, aber ich habe es ja gesagt, wegen dem Gemüsedings. Ja. Da brauche ich noch nicht viel auf die Seite wuchten. Sieht man es? Ja, scheiße. Oh Mann! Trocken geblieben. Ne, da brauchen wir noch nichts auf die Seite schieben vom Gemüse. Weiter brutzeln, brodeln. Ja. So, Dalle. Da kommt die Hitze raus. Ne? So. Wir werden jetzt Gemüse abfischen, sprich die Möhrchen, gucken, ob die durch sind, schön den Hartbraten kurz raus, dann die Soße abkippen in ein Behältnis, in einen Topf und ja, dann den Hackbraten ohne alles wieder in die Form rein und dann wieder in den Backofen rein, dass der oben noch ein bisschen Farbe kriegt und das machen wir jetzt ohne Cam, sorry. So, und man sieht es vielleicht hier schon, ja doch, man sieht es gut, diese lila Möhrchen haben wirklich gut abgefärbt, auch mit der Soße und die wird jetzt gemacht. Tja Freunde, wenn es mal etwas länger dauert wieder und der Livestream ansteht, dann sind wir alle ganz schnell am Springen. Spatzel fängt jetzt hier an, den Salat zu machen. Es kann jetzt sein, dass das Video etwas kürzer wird, also dass ich jetzt nicht mehr alles zeige, einfach weil wir uns jetzt ein bisschen beeilen müssen, dass wir halbwegs rechtzeitig später noch unseren Livestream starten können. Ja, aber der Salat ist ja kein Hexenwerk. Der Hackbraten, ja, nimmt langsam Farbe an oben. Tja. Sößchen ist hervorragend geworden. Spatzel, was hast du mit dem Sößchen angestellt? Da habe ich jetzt angedickt mit der Milchschwitz und ein bisschen Bratensauce reingemacht. Ja, hat vollkommen ausgereicht.
noch Pfeffer. Das alles war's. Klar, also die schmeckt sowas von geil, aber gibt ja nachher noch das Probiererle. Hm? Hier aus, hier aus. So, jetzt hat er auch eine leichte dunklere Farbe angenommen und sieht wesentlich appetitlicher aus. Geilomat. So. Jetzt wollte ich schon sagen, wo ist meine Mischgabel? Dann nehmen wir den hier raus. Hoffen, dass der jetzt nicht auseinanderbricht. Mal weiter unten. Oh nee, das geht nicht. Das geht nicht gut. Das geht nicht. So. Im Hintergrund brutzeln wir gerade noch die Kartoffeln. So Leute, da liegt auch noch alles rum. So, jetzt wird es stressig hier. Wo ist mein großes Messer? Der zerfällt schon. Oh, sieht der gut aus. Ich schneide jetzt einfach ganz breite Scheiben. Weil morgen haben wir ja schon wieder was anderes geplant. Darum muss der heute aufgegessen werden. Lecker, Leute. So, ich werde jetzt schnell mein Tellerchen packen und dann auf die Seite gehen mit der Cam, dass man ja, für euch das Probiererle machen kann. So. Und das weitere Teller packen. Moment. Von den Möhrchen hier noch, die bunten Möhrchen, sind die meisten jetzt mit lila geworden. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so extrem färbt. Ja, dann hole ich mir noch Soße und Kartoffeln. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wie gesagt, ich bin jetzt auf die Seite gegangen, dass die Teller alles auf der Anrichte gefüllt werden können und mache jetzt hier mein Probiererle. Was ich gerade noch vergessen hatte, war natürlich der Salat. Den probiere ich jetzt zuallererst. Der ist wieder geil geworden. Kartoffeln. Einfach nur noch mal kurz in der Pfanne mit Butterschmalz geschwenkt und der Hackbraten. Ich sag's euch. Lecker. Richtig, richtig, richtig geil. Tja. Die überfressen mich heute. Wir sehen uns nachher oder eventuell auch erst morgen zum Fazit. Hey ho, einen Tag später machen wir noch das Fazit von gestern. Ihr dürft zurück näher treten. Tja, gestern vollgefuttert, Livestream, geflippert. Wir sind einfach nicht mehr dazu gekommen. Ja, der Hackbraten, ich fand ihn extrem lecker, so richtig, richtig geil. Die Soße dazu,
spitzenmäßig. Also die war dieses Mal... Die war super. Der absolute Knaller. Kartoffeln, ganz einfach vorgekocht, kurz in der Pfanne angebrutzelt, hat hervorragend dazu gepasst. Tja, und wie gesagt, die Soße, der Hackbraten und drum, alles leicht lila durch die Möhrchen geworden. Ja. Aber war lecker. Die rote Beetmöhre. Ja. Ja. War wirklich sehr lecker. Somit würde ich sagen, dürft ihr noch kurz labern. Bitteschön. Ich habe schon gesagt, war wirklich hervorragend. So sieht es mich aus, genau. Schatz. Hackbraten war gut, haben wir gut wunderbar gemacht. Ja, sehr gut. Jeder hat was dazu beigetragen. Spitzenmäßig. Ja. Jo. Mhm. Und somit wäre das Hackbraten, der Hackbraten im Römertopf mit bunten Möhrchen, ja, das Video beendet. Ja, in dem Sinne, selber machen, ausprobieren, nachmachen. Zu empfehlen. Mit bunten Möhrchen oder normale Möhrchen. Ja. Das ist... Richtig zu empfehlen. Ja, oder bleibt jedem selber überlassen. Ja, genau. In dem Sinne sage ich Tschaikowski, bis zum nächsten Mal und eventuell haben wir noch mal ein Video mit den Felsis. Vielleicht. Ja. Aber nur ein kleines. Ja. Jo. Also, Tschaikowski, Däumchen nach oben nicht vergessen, nettes Kommentar, Abo und weg sind wir. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.